Willkommen zurück zu Pokémon Die Gelbe Edition. Ich habe jetzt doch nicht alles auf Level 30 gelevelt, weil Dunsabon und Reek kriegen auf jeden Fall auf Level 30 im Pokémon-Turm. Bei Fluffy, da warte ich jetzt noch ein bisschen mit dem Leveln, denn ich möchte Fluffy jetzt erstmal ein wunderschönes Item geben. Und zwar einen Wasserstein, den ich mir eben offscreen besorgt habe. Und Fluffy wird sich nun entwickeln. Und zwar in einer Aquana. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, weil ich wollte Aquana sowieso von vornherein haben. Weil im Normalfall würde ich immer Blitzer nehmen, wenn ich nicht Pikachu dabei hätte. Wenn ich Pikachu dabei habe, würde ich Flamara nehmen. Ich habe jetzt aber schon... Also im Normalfall hätte ich das so gemacht, bei Blau und Rot. Jetzt bei Gelb nehme ich mit Absicht Aquana, weil ich einfach nicht weiß, wann ich denn endlich mal ein Wasser-Pokémon bekomme. Und Wasser-Pokémon sind einfach... rar. So. Wenn wir Glück haben, kriegen wir hier so... Ach ja, ich habe einen Top-Aether gefunden noch und habe die restlichen Trainer besiegt, ne? Ist klar. Wenn wir Glück haben, können wir hier ein Tragosso fangen. So. Ramsey. Hi, Foxy. Was machst du denn hier? Deine Pokémon scheinen ganz gut in Form zu sein. Naja, nach dem Kampf wird das anders aussehen. Ramsey möchte kämpfen und setzt Ibitak ein. Aha. Gut, dass ich Dunse vorne hab. Der einmal eine Konfusion einsetzt und dann dürfte Ibitak tot sein. Aber das Spiegeltrick eingesetzt hat. Ja. Ich glaube, das war die Attacke, wo der Gegner, also wo man die wie heißt's? Den Typ des Gegners annimmt, in dem Fall Psycho. Bin mir aber nicht sicher, ob das Spiegeltrick war. Dunsabon erhält 8. Dunsabon erreicht Level 30. Ich sag doch, die kriegen auf jeden Fall hier in diesem Part auf Level 30. Magnetilo, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Da würde ich gerne Lokizune nehmen, die übrigens eine neue Attacke erlernt hat. Und zwar ist das das Rasierblatt. Und das freut mich ehrlich gesagt, dass wir jetzt Rasierblatt können. Hab dafür Tackle vergessen, weil ich Giftpuder unbedingt behalten wollte. Allein schon wegen sowas. So, und als Tackle-Ersatz haben wir ja krasserweise den Zerschneider. Definitiv. Also, der ist auch stärker als Tackle. Und wir können ihn so ziemlich genauso oft einsetzen. Ja, fünfmal weniger. Super. Macht ja nichts. So. Das Gift schadet Magnetilo und ja, Rasierblatt dürfte jetzt nicht so viel bringen, aber ich will es einfach mal sehen. Warz, warz, warz. Jetzt steht die Attacke sehr effektiv, dann kotze ich. Okay. Ramsey wird Mushas in den Kampf schicken. Gerade jetzt sollte ich das Pokémon eigentlich, ich hätte jetzt auf Reek übergehen sollen, aber guck mal hier, warz, warz, warz und Bamsen. Ist sehr schön. So, Reek wird jetzt auf jeden Fall gelevelt. So. Sandan. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, jetzt ist nämlich mal Fluffy an der Reihe. Es kann zwar leider erst ab Level 31 eine Wasserattacke erlernen. Das wäre die Aquaknarre. Bei 36 den Aurora-Strahl und bei 30 den Biss. Das heißt ja leider nur den Ruckzuck-Hieb. Können aber mal gucken, ob wir vielleicht noch mal so die ein oder andere TM haben, mit der wir arbeiten können. Aber guckt euch das mal an, wie viele KP Fluffy insgesamt hat. Das freut mich, ehrlich gesagt. Dann nehme ich auch ein paar Ruckzuck-Hiebe in Kauf, also dass ich die benutzen muss. Ich könnte jetzt natürlich auch vorspulen, mache ich aber nicht. Schlitzer! So. Ruckzuck-Hieb, sehr schön. Und Sandan ist down. Und Ramsey wird Evoli in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Denn ich lasse immer Reek gegen Evoli kämpfen. Meine Hoffnung ist ja, dass er es auch zu einem Aquana entwickelt. Ich bin mir nicht sicher, was bei Gelb dafür eine Rolle spielt, zu was er sein Evoli entwickelt. Ich weiß es echt nicht. Aber ich würde fast behaupten, er würde es zu einem Blitzer machen. Weil ich jetzt ein Aquana habe.
Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. So. Und Reek erreicht Level 28. Das wollte ich haben. Foxy besiegt Ramsay. Ramsay, was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Ah, wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch kein Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später, Peter. La 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 la. So, und Pikachu? Hat echt Angst. So. Selbst wir können die eigenen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silphscope, um sie zu erkennen. Das haben wir ja Gott sei Dank. So, ich würde gern einmal einen Supertrank bei... Wobei... Nee. Aber ich würde jetzt gerne Reek an erster Stelle setzen. Weil Reek können wir hier auch echt gut leveln. Genauso wie Danse. Aber Danse hat ja jetzt schon Level 30. Und das ist ein Nebulak. Und eins versuche ich zu fangen. Machen wir mal nur Donnerschock. Ich hoffe, ich mache es nicht kaputt. Nachtnebel. Das wäre auch noch so eine Option, einen Nebulak mitzunehmen. Bitte nicht kaputt machen. Natürlich musste das jetzt ein Volltreffer sein. So, dann benutzen wir mal einen Supertrank. Ja, aber ich krieg noch einen Nebulak. Bin ich fest von überzeugt. Felsenfest. So. Verschwinde, böser Geist. Uhu. Ich mag den Pokémon-Turm. Oh. Nebulak Level 22. Okay, das geht eigentlich noch. Wenn die mit einem Pokémon Level 22 hat, dann geht das eigentlich noch. Schleck. Schleck mal. Vor allem, wir könnten theoretisch aus einem Nebulak ein Alpollo machen, aber kein Gengar. Weil ein Gengar ist ja eins dieser Pokémon, das man nur durch Tauschen bekommt. Das kann ich hier leider nicht machen, außer durch Cheats. Ne? Uhu, ja, auch nur ein Nebulak. Level 22 wahrscheinlich, ne? 24, okay. Komm, lande mal einen Volltreffer. Pichu. Pikachu, Chuchu. Jawohl. Der Schlecker, der nützt nicht viel. Ah, Donnerschock. Ich sollte mir mal was, wieder was zu trinken hier hinstellen. So. Was mache ich hier? Ja, keine Ahnung, du. Chillen. Was machst du hier? Chillen wahrscheinlich. Wie gesagt, wenn wir Glück haben, kriegen wir ein Tragosso. Aber nur, wenn wir Glück haben. Oh, jetzt bitte kein Volltreffer. Ja. Yeah. Konfustrahl. Weep, weep. Es ist verwirrt. So. Benutzen wir. Ja, wir benutzen einen Pokéball. Aus Nostalgiegründen. Ha! Wir haben es gefangen. Jetzt kommt natürlich die absolut undankbare Aufgabe, diesem Vieh einen Namen zu geben. Ich habe gar keine Ahnung. Das wird ein... Lass mich mal überlegen. Einer meiner Abonnenten, die echt ziemlich oft kommentieren. Und es passt genau. Es passt genau. Und jetzt muss ich... Ich bin sofort wieder für euch da, Leute. So, da ist er wieder. Und ich musste nur noch mal nachgucken, welche Nummer er hinten dran hat. Die 82. Die passt jetzt natürlich nicht mehr hinten dran, aber der Masterblade 82 hat jetzt natürlich auch sein eigenes Pokémon. So.
Noch ein Nebulak. Jetzt brauchen wir es ja nicht mehr zu fangen. Aber wir haben jetzt mal eins. Sehr schön. Bei der ersten Generation musste man sich echt noch merken, welche Pokémon man fängt, weil normalerweise so bei den späteren Generationen hast du oben links so einen kleinen Pokéball, dass du dieses Pokémon schon gefangen hast. Das hast du hier nicht. Wenn das so weitergeht, werde ich Reek einfach mal auf die Ersatzbank setzen. Wird wohl nicht mehr nötig sein. Es tut mir leid, Pikachu. Ja, dann muss Dunsebar jetzt herhalten. Und mit Dunse haben wir das eigentlich ganz schnell erledigt hier, den ganzen Turm eigentlich. Also die ganze Zeit sehr effektive Attacken. Ich kann ja mal gucken, ob ich einen Beleber habe. Ne, aber ich habe eine TM21. Was ist denn das? Megasauger ist nicht schlecht, aber bin mit den Attacken, die ich habe, eigentlich recht zufrieden. Ich verfluche dich, buh! Haben alle nur ein Pokémon, ja, die hat zwei. Ein Nebulak, Level 19. 23, okay. Also Dunse können wir hier anscheinend auch nochmal gut leveln. Ich meine, ist ja nicht schlecht, wenn wir auch mal Dunse noch weiter als Level 30 kriegen, ne? Müssen wir ja früher oder später sowieso. Aber es wird dann doch schon wieder eine sehr einseitige Geschichte, dass wir nur ein Pokémon hier recht hoch kriegen. Das wollte ich ja eigentlich nie. Ich will ja alle eigentlich recht gleich haben. So. Und hier Elixier. Ich hoffe, wir haben genug Platz im Inventar. Sagte er. Ja, dann werde ich mal das Eisen benutzen für Reek. So, Foxy findet Aufwecker. Ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, dass wir mal so einen haben. Und Dunse benutzt Konfusion. Konfustrahl wollte ich schon fast sagen. Traumfresser wäre nice. Damit kannst du echt viel anfangen. Lass mich in Ruhe. Was? Was? Ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich echt zu wenig Platz in meinem Inventar habe. Also, ich weiß nicht. Es kam mir eigentlich früher immer mehr vor, wenn ich früher Pokémon Gelb gespielt habe. Klar, bei den späteren Editionen hast du dann mehrere Taschen für mehrere Sachen, was ich auch ehrlich gesagt besser finde. Aber, wer was wo? Aber ich habe auch noch einen Mondstern dabei und den Liftöffner brauche ich eigentlich auch nicht. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir benutzen jetzt unser einziges Fluchtseil, das wir haben, um nochmal hier rauszugehen. Was? Okay. Warum hier? Habe ich in Lavandia echt nicht meine Pokémon geheilt? Echt nicht? Okay. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jede Zeit wieder vorbei. So. Halt. Hier bin ich verkehrt. Mit dem Fahrrad möchte ich gerne nach Lavandia fahren. So. Jetzt steigt er wieder vom Fahrrad ab. Jetzt kann ich wieder aufs Fahrrad drauf. So. Und mal wieder wäre im Nachhinein es wahrscheinlich schneller gewesen, durch den Tunnel zu laufen. So. La 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 la. So, und hier in Lavandia. Ne. Wenn wir jetzt Folgendes machen, wir werden jetzt erstmal unser Nugget verkaufen. Dann haben wir das schon mal los.
Werden wir die TMs wieder in die Box vertransferieren. Und dann werden wir im nächsten Part im Turm etwas weiter vorankommen. Ich will nichts kaufen, ich will verkaufen. Und zwar mein Nugget. So. Alles klar. Ab nach oben. In das Pokémon Center. Da, 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 da. Ich weiß nicht, ich habe noch nie Schiss gehabt vor dieser Musik. Es gibt so viele Leute, die haben Angst vor dieser Musik oder finden die creepy. Ich finde die gar nicht creepy. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich aber auch einfach ein anderes Empfinden von gruselig. So. Items ablegen. Und zwar diesmal sind wir ein bisschen vorsichtig. Ich lege jetzt mal die Pokepuppe ab. Wenn ich die später brauche, kann ich sie immer noch holen. Den einen Mondstein legen wir mal ab. Welches Item soll gelagert werden? Den Liftöffner legen wir mal ab. Die TM21 legen wir mal ab. Und das war's erstmal. So, ich werde jetzt allerdings noch, und das werde ich jetzt fix im Fast Forward machen, an die Stelle vorschreiten, in der wir eben waren. Aber auch noch in diesem Part. Ah, ich mache das jetzt halt, wie gesagt, nur im Fast Forward, damit wir da wieder ein bisschen schneller hinkommen. So, Nebulak. Ja, hier Donnerblitz und Watz, Nachtnebel, Watz, Donnerschock, Watz, Nachtnebel, Watz, Donnerschock, Watz, zack. Und Supertrank. So. Oh, da oben ist noch jemand. Oh. Ja, okay, danach werde ich den Part beenden und laufe dann offscreen schnell rein. So. Eine Exorzistin, die kämpfen möchte. Und sie setzt einen Nebulak ein. Was sonst? Eigentlich dachte ich, dass hier Elektroattacken effektiver wären. Also nicht effektiv an für sich, sondern an einfach nur effektiver. Als dass sie jetzt sind. Irgendwie habe ich so ein kleines Flimmern in der Cam drin. Ich weiß auch nicht. Könnte auch einfach nur daran liegen, dass meine Cam mir sagt, rasier dich mal. So. Ich hab so einen blauen Streifen. Also ich meine jetzt nicht den blauen Streifen. Ich meine hier unten ist die ganze Zeit so ein blaues Flimmern. Ich weiß auch nicht, von was das kommt. So, Reek könnte mal langsam Level 30 werden. Aber was haben wir hier? Ein Fluchtseil. Haben wir gerade eins weggeworfen, jetzt kriegen wir wieder eins dazu. Ich werde mich jetzt ein bisschen hier mit Fast Forwards behelfen. Aber ich hasse Nachtnebel. Okay, Reek erreicht Level 29. Das soll uns erstmal reichen. Ich werde im Pussy-Modus mit Danzebar hier durchgehen. Aber erstmal. Ja, hier, Konfusion, Batz, Batz, Batz. Ja, hier, Konfusion, Batz, Batz, Batz. Dann sind wir erreicht Level 31. So, und hier waren wir. Alles klar, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es heißt Pokémon, die gelbe Edition. Bis dahin. Tschö, tschö.